Dann auch herzlich willkommen und hallo von mir. Ja, wir freuen uns, dass so viele Interesse haben an dem Thema, trotz des schönen Wetters. Unsere Namen haben Sie schon gehört. Britta Steinke bin ich, meine Kollegin Anja Kammel ist mit mir zusammen da und wir werden uns den kleinen Vortrag ein bisschen aufteilen. Ich mache den Anfang und das Ende und Frau Kammel macht die Mitte, so dass wir beide ein bisschen zu Wort kommen. Ja, unser Motto heute lautet Love Your Data. Und wir meinen das schon ziemlich wörtlich, denn es geht um einen liebevollen, sorgsamen, pfleglichen Umgang mit unseren Daten und Dateien. Warum das Ganze? Vielleicht oder wahrscheinlich, denke ich, haben Sie auch schon mal eine Erfahrung gemacht, dass Sie irgendwelche Daten nicht mehr gefunden haben, nicht mehr öffnen konnten oder so. Also man hat es ja oft, man sucht nach irgendeiner Grafik, die man für eine Präsentation verwenden möchte. Und Sie wissen ganz genau, Sie haben die irgendwo abgespeichert, aber Sie haben keine Ahnung, wie Sie die mehr benannt haben oder wo Sie die in welchem Ordner die abgelegt haben. Und das kann dann schon ziemlich nerven. Oder Sie haben vor Jahren irgendwann mal ein Video aufgenommen mit einer alten Digitalkamera noch, was Sie hochgeladen haben auf Ihren Computer. Und jetzt können Sie die Datei nicht mehr öffnen nach Jahren, weil das Format irgendwie nicht mehr erkannt wird oder die Software nicht mehr dafür zur Verfügung steht. Oder auch gerne, wenn Sie einen Ordner haben, wo Sie ganz viel Literatur für einen Vortrag reinschmeißen, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann nochmal ein, zwei Texte lesen wollen, den Ordner öffnen und denken, oh, was ist das? So ein Sammelsurium von Dateien mit unverständlichen Namen. Und Sie wissen nicht, welcher davon jetzt der Text ist, den Sie sich eigentlich nochmal durchlesen wollten. Ja, wenn so ein bisschen ein paar Routinen und Kniffe beim Ablegen von Dateien oder beim Benennen auch von Dateien macht, dann kann man das ganz gut vermeiden. Und deswegen wollen wir Ihnen solche kleinen, cleveren Kniffe heute in 20 bis 25 Minuten zeigen. Und deswegen heißt der Vortrag auch eben 5 clevere Ideen für Ihr persönliches Datenmanagement. Und tatsächlich, das Ganze sollen keine komplexen Sachen sein. Also es ist jetzt nicht großes technisches Know-how erforderlich, sind im Grunde kleine, aber feine Sachen, die simpel umzusetzen sind, relativ schnell umzusetzen sind, aber einen großen Effekt haben. Und insofern betrifft diese Coffee Lecture heute wahrscheinlich im Grunde jeden, weil jeder heute mit Dateien, Daten arbeitet. Also jede Person, die irgendwie am Computer arbeitet, sei es jetzt als Student, Studentin, als Forschende, oder auch in der Verwaltung arbeitet ja mit Dateien. Insofern sind heute eigentlich alle angesprochen und können hoffentlich den ein oder anderen Tipp mitnehmen. So, das zur Vorrede. Und ja, ansonsten würde ich mit Tipp 1 gleich mal loslegen. Überlegen Sie sich ein Schema für die Dateibenennung. Ja, natürlich nicht nur überlegen Sie sich ein Schema, sondern befolgen Sie dieses Schema am besten auch. Der Sinn erschließt sich vielleicht schon automatisch. Genau dieses Problem, wenn man Ordner öffnet, dass man vielleicht sofort einen Überblick hat, ah, hier sind solche Dateien drin, darum geht's und so stehen die Dateien zueinander. Also man kann sich gleich einen Überblick erfassen und die Struktur auf einen Blick erfassen. Denn meistens sehen ja Dateiablagen eher so aus, wenn überhaupt. Man sieht so auf den ersten Blick, sind unterschiedliche Dateien hier drin, die irgendwie wohl zueinander gehören, aber man sieht auf den ersten Blick nicht so richtig, worum geht's hier, was sind die Unterschiede zwischen diesen Dateien, wie hängen die zusammen. Man sieht zwar einige wiederkehrende Elemente, sowas wie Drilling und Core, und man hat hier so Namen in verschiedener Form, mal Nachnamen, mal Vornamen, dann verschiedene Zahlen, dann noch sowas wie Sample, Updated, Updated 2. Und das Hauptproblem ist, es ist alles hier in einer total unterschiedlichen Reihenfolge. Und dadurch bekommt man überhaupt gar nicht schnell so einen Überblick oder so einen Eindruck von diesem Ordner, sondern ist erstmal ziemlich verwirrt. Und was dazu kommt, sind noch so ein paar No-Gos, das vielleicht gleich so mal als Anti-Tipps. So generische Namen wie hier bei Nummer 4 Image 005657, das kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie eben von der Kamera oder vom Handy was auf Ihren PC laden. Solche automatischen Benennungen, da kann man natürlich gar nichts groß rauslesen. Das gilt natürlich auch für sowas wie, wenn Sie selber was benennen, so Folien, PPTX oder Logo, PNG, das ist natürlich überhaupt nicht sprechend, was für ein Logo oder welche Folien hier gemeint sind. Das ist einfach zu allgemein, zu generisch.
Das sollte man also möglichst vermeiden. Dann Sonderzeichen, abgesehen von Strichen, also Unterstrichen, sind auch schwierig. Zum Beispiel hier im Beispiel 2 oder dem letzten Beispiel sieht man Klammern, also das in Dateinamen möglichst vermeiden und auch sehr beliebt Leerzeichen. Und eigentlich am besten einfach jedes Leerzeichen durch einen Unterstrich ersetzen, dann können Maschinen damit auch sehr viel besser umgehen. Und in Beispiel 1 sieht man noch was ganz, habe ich jetzt lange nicht gesehen, aber weiß nicht, ob das Leute noch machen, händisch Dateinamenendung, also Dateinamenerweiterung wie hier JPG und dann kommt PDF, das automatische, und dann hat man so eine Doppelung, die auch wieder verwirrend ist. Also das natürlich soll auch nicht sein. So, das Ganze jetzt nochmal in etwas aufgeräumter. Da hat man eigentlich sind so die gleichen Dateien in einem sehr viel besseren Überblick, einfach weil hier ein konsequentes Schema angewendet wurde. Man hat wiederkehrende Elemente, die in der gleichen Reihenfolge vorkommen. Man sieht sofort, es geht hier irgendwie um das Innere eines Drillings. Man hat verschiedene Bearbeitungsstufen mit Processed oder Colored, Labeled. Und die Namen sind hier als Kürzel angegeben. Das ist, ja, also es gibt ein festgelegtes Vokabular für die einzelnen Bearbeitungsstufen, festgelegte Kürzel. Also man hat einfach immer wieder die gleiche Benennung von Dingen und die gleiche Reihenfolge. Und das ist eigentlich schon im Grunde der ganze Trick oder Tipp daran. Das Wichtigste ist hier Konsistenz. Also das Datumsformat immer gleich, am besten hier viermal Jahr, dann Monat, dann Tag. Dann kann man es nämlich schön chronologisch auch ordnen, wie das hier auch gewählt wurde. Und die Kürzel eben einfach auch immer in derselben Form, die dann natürlich, gerade wenn man mit mehreren arbeitet, untereinander auch abgestimmt sein muss. Für alleine braucht man einfach nur sein eigenes Schema gut zu kennen. Deswegen würde ich auch empfehlen, das auf jeden Fall schriftlich festzuhalten, weil wenn man irgendwann wieder was benennt, dann hat man doch gerne wieder vergessen, wie man sich das mal überlegt hatte. Also da kann man dann gerne wieder draufschauen. Also Dateinamenbenennung, eigentlich total banal und simpel, aber hilft sehr weiter, wenn man es konsequent umsetzt. Damit kommen wir schon zum zweiten Tipp. Genau, und an dieser Stelle übernehme ich gerne. Der zweite Tipp lautet, versehen Sie Ihre Dateien, Daten mit Metadaten. Ohne Schildchen hat man hier auf diesem Beispiel, auf diesem Bild, zum Beispiel ein Problem beim Kauf, weil man gar nicht weiß, um was es sich wirklich handelt. Es könnten Gewürze sein. Es könnten aber auch zum Beispiel Farbpigmente sein. Es fehlen also sogenannte Metadaten, also Daten zu diesem Produkt, Daten zu Daten, also zentrale Informationen. Zum Beispiel, was ist das eigentlich? Also was für eine Typbezeichnung, so eine Art? Oder von wem ist das Ganze? Wer ist der Hersteller? Wie alt ist es? Ist es überhaupt noch brauchbar? Wie viel kostet es? Und wenn man auf Daten, Forschungsdaten das Ganze bezieht, unter welcher Lizenz kann ich es nutzen? Oder auch noch die Frage, brauche ich noch etwas dafür? Kann ich es einfach so nutzen? Und der Nutzen von Metadaten ist einfach die Einordnung der Daten in einem bestimmten Kontext und dass die gewünschten Dateien über Suchfunktionen besser auffindbar sind. Diese Eckdaten, diese beschreibenden Informationen, diese Metadaten dienen vor allem der besseren Auffindbarkeit von Dateien bei der Suche. Man kann zum Beispiel schon im Office-Programm, manchmal etwas versteckt, diese Metadaten zu einem Dokument hinterlegen. Dafür können Sie ausfüllen ganz normalen Standardwerte, Standardinformationen, wie zum Beispiel Autor und Titel des ganzen Dokuments. Aber nützlich sind auch die Felder wie Kategorie oder Stichwörter. Und noch ein Zusatztipp. Für sich selber reicht natürlich die eigene Muttersprache bei der Vergabe dieser Metadaten. Aber sobald andere es mitnutzen sollen, sollte man überlegen, ob Mehrsprachigkeit eine Lösung ist oder ob man es generell auf Englisch macht. Also merken Sie sich, die Metadaten sind eine super gute Informationsquelle,
Und sie sind super hilfreich, was die Suche beziehungsweise das Gefundenwerden angeht. Und vergleichen Sie das Ganze einfach wie bei einem Online-Shop. Je zahlreicher und besser die Metadaten, desto feiner können Sie suchen, aber auch finden. Der dritte Tipp ist, legen Sie Ihren Dateien eine Dokumentation bei. Neben den Eckdaten zu Ihren Dateien, sollten Sie auch immer eine Dokumentation, an eine Dokumentation denken. Dokumentation oder Anleitung oder Bauplan oder Bedienungsanleitung, es gibt unglaublich viele Begriffe. Der Vorteil des Ganzen ist, eine Datei kann man auch zu einem viel späteren Zeitpunkt inhaltlich einordnen und auch nachvollziehen, wie sie entstanden ist. Diese Anleitung sollten Sie so schreiben, als wäre es eine Gebrauchsanweisung für Ihr Zukunfts-Ich oder für eine dritte Person, für eine andere Person. Beantworten Sie diese simplen W-Fragen, Sie kennen die alle. Wer hat es gemacht? Wie wurde es gemacht? Was wurde überhaupt gemacht? Warum wurde es gemacht? Wo und fand es statt? Mit welchem Gerät oder auf welchem Software? Und auf wann wurde es gemacht? Die Erfahrung hat jeder von uns schon einmal gemacht. Details können mit der Zeit in Vergessenheit geraten. Können uns auch nicht alles merken. Und daher ist es einfach empfehlenswert, die Dokumentation der Daten bereits arbeitsbegleitend, forschungsbegleitend zu betreiben. Nicht nur, weil es am Ende Zeit und Arbeit spart, alles nochmal sich dran zu erinnern und alles auch festzuhalten, sondern weil man auch selber vergisst, was eine bestimmte Abkürzung bedeutete oder was eine farbliche Markierung nochmal bedeuten sollte. Und die niedrigschwelligste Art ist einfach, erstellen Sie eine separate Dokumentationsdatei, die Sie zu ähnlich zusammenhängenden Dateien dazupacken. Zum Beispiel in einer simplen Texteditor-Datei. Ohne Formatierungen, ohne Schnickschnack, einfach nur diese W-Fragen, diese Inhalte, was habe ich gemacht, festhalten. Alternativen zu so einer simplen Readme-Texteditor-Datei könnten auch sein ein Data Dictionary. Das ist eine Tabelle, in der Sie zum einen die einzelne Datei auflisten und danach die Beschreibungskategorien festhalten. Eine zweite Alternative wäre auch ein Feld- oder Laborbuch. Das kann man analog oder digital führen. Bei der digitalen Form hätte es die Vorteile, dass sie durchsuchbar ist, dass sie strukturierter ist und auch standardisierter ist. Und für die Dokumentation hätte ich noch einen Fun-Fact, eine witzige Anekdote. Ich weiß nicht, ob Sie mal über die IKEA-Klausel gestolpert sind. Es gibt tatsächlich eine IKEA-Klausel im Paragraph 434 Absatz 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Das Gesetz sagt aus, dass ein Sachmangel besteht, wenn bei einer zur Montage bestimmten Sache die Montageanleitung mangelhaft ist. Für Verbraucher bedeutet das, also bedeutet diese IKEA-Klausel, dass das Unternehmen eine adäquate Anleitung zur Verfügung stellen muss. Andernfalls können die frustrierten Verbraucher, weil sie das die Sache nicht aufbauen konnten, tatsächlich den Kaufpreis zurückverlangen. Also sollte man sich wirklich immer gut daran halten, eine sehr ausführliche Anleitung, Dokumentation zu seinen Daten dazuzupacken, vor allem auch, wenn man sie veröffentlicht. Der vierte Tipp ist, nutzen Sie keine proprietären Dateiformate. Warum?
weil ihre Dateien auch zu einem viel späteren Zeitpunkt und dann mit vermutlich anderen Programmen geöffnet werden sollen. Softwareprogramme und Dateiformate verändern sich im Laufe der Zeit, sodass Dateien nach einigen Jahren nicht mehr zuverlässig gelesen werden können. Und deswegen, um zu erreichen, dass ihre Daten auch langfristig genutzt werden können, sollten Sie die Dateiformate, in denen Sie Ihre Forschungsdaten veröffentlichen, weit verbreitet sein, offenen Standards folgen und halt nicht proprietär sein. Was sind jetzt proprietäre Formate eigentlich? Das sind Formate, für deren Nutzung man zum Beispiel eine kostenpflichtige Software benötigt. Das ist tatsächlich schon Microsoft Office. Das ist aber auch AutoCAD. Das ist eine Software zur Bearbeitung von technischen Zeichnungen in 2 oder 3D. Oder auch SPSS. Das ist ein Statistik- und Analyse-Software. Für eine Archivierung von mehr als 10 Jahren sind die Dateiformate hier in der linken Spalte zu empfehlen. Also es gibt keine Garantie, dass diese Formate auch wirklich in 20 Jahren noch lesbar sind, weil wir können nicht in die Zukunft sehen. Wir können jetzt uns auf bestimmte Formate einigen, die wir versuchen, bis in die Zukunft mitzunehmen. Und das wären die in der linken Spalte. Falls Sie Ihre Daten nicht unbedingt länger als 10 Jahre nutzbar machen wollen, können Sie auch Formate der mittleren Spalte verwenden. Hierbei sind auch weniger bekannte Formate da enthalten, die zum Beispiel in Ihrem Fachgebiet üblich sind. Als Zusammenfassung kann ich nochmal sagen, wenn Sie möchten, dass Ihre Daten viele, viele Jahre nutzbar sind, nachnutzbar sind, geöffnet oder gebraucht werden können, dann sollten Sie offene Formate benutzen. Wenn Sie sagen, ja, bis in 10 Jahren, dann in der Richtung ist das schon alles okay, dann können es auch speziellere Dateiformate sein. Wenn es speziellere Formate, herstellerspezifische Formate sind, versuchen Sie wenigstens 2 Versionen Ihrer Daten zu machen. Eine mit dem spezielleren Format und eine archivtauglichere Variante. Also eine Datei in 2 Versionen, das wäre richtig toll. Super, dann sind wir auch schon beim letzten Tipp. Und wahrscheinlich dem eigentlich simpelsten, aber doch auch schwierigsten, denn es geht natürlich darum, dass Sie auch Routinen entwickeln. Denn die Verfahren oder Tipps oder Methoden, so einfach sie sein mögen, bringen nichts, wenn man sie nicht anwendet. Und wir kennen sicherlich alle, dass es ganz schwierig ist, Routinen zu entwickeln im Privaten, vielleicht beim Sport, bei einer Diät oder so, wie schwer man da reinfindet. Aber das Gute ist, wenn man erstmal eine Routine entwickelt hat, dann wird es auch leicht, aber leider ist auch das Ordnung halten bei Daten oder Dateien natürlich nicht, passiert nicht von selbst, sondern man muss sich dazu auch ein bisschen zwingen oder eben eine Routine entwickeln. Deswegen haben wir ein paar Tipps, die eigentlich so aus dem Zeitmanagement kommen, zum Schluss nochmal für Sie zusammengestellt. Die lassen sich also durchaus auch auf andere Bereiche des Lebens übertragen, gelten nicht nur für die Ordnung in Daten und Dateien. Wovon ich abraten würde, ist, sich einfach ein Post-it an Bildschirm zu machen oder das Dateien aufräumen oder so auf die To-Do-Liste zu schreiben, denn erfahrungsgemäß gibt es immer irgendwas, was dringender oder wichtiger oder akuter ist, sodass es immer nach hinten wandern wird oder und dann irgendwie hinten runterfällt. Insofern Routine heißt eben auch Regelmäßigkeit und deswegen am besten einen festen, regelmäßigen Termin für solche Ordnungstätigkeiten einplanen. Im besten Fall führen Sie schon einen Kalender und tragen sich da idealerweise jeden Tag eine halbe Stunde O ein. Und O steht dann eben für Ordnung schaffen. Das muss ja nicht unbedingt nur Ihre Dateien sein, können auch Ihre E-Mails sein oder irgendwelches Organisatorisches. Also Sie aber jeden Tag eine halbe Stunde haben, wo Sie solche Dinge machen. Und auch nicht zu viel Zeit dafür einplanen, denn
Ich habe hier noch geschrieben, das Parkinson'sche Gesetz beachten. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Es hat mit der Krankheit nichts zu tun, sondern besagt, dass Arbeit sich genau in dem Maß ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Das heißt, wenn man sich 2 Stunden Zeit nimmt oder sagt, okay, in 2 Stunden will ich die E-Mail geschrieben haben, dann braucht man auch 2 Stunden dafür. Und wenn man sagt, heute nehme ich mir den ganzen Tag, um den Vortrag vorzubereiten, dann braucht man auch den ganzen Tag. Wenn man sich aber nur 3 Stunden nimmt, dann schafft man es vermutlich auch in 3 Stunden. Also man braucht irgendwie immer so lange, wie viel Zeit man sich auch gibt. Und insofern schadet es nicht, sich bei Aufgaben wirklich nicht zu viel Zeit einzuplanen, sondern knapp, und dann ist man auch effektiver in der kürzeren Zeit. Und für solche Aufgaben wie Ordnung halten, Dateien aufräumen, da kann man super Tagestiefs nutzen. Also berücksichtigen Sie da Ihren Biorhythmus. Wann sind Sie besonders aufnahmefähig, wann nicht? Ist es morgens, ist es nachmittags? Da kann man das dann schön einschieben, wenn man gerade nicht motiviert ist, was Komplexeres zu machen. Oder wenn man gerade eine komplexe Aufgabe hinter sich hat, dann vielleicht eine halbe Stunde O einschieben, statt sich anderweitig abzulenken. Dann steht hier noch das Wort Salamitaktik. Auch das ist unten rechts nochmal erläutert. Das heißt einfach, dass man große Aufgaben, zum Beispiel man nimmt sich vor, ich will heute mal oder ich will überhaupt mal meinen kompletten Computer aufräumen. Das ist so eine große Aufgabe, dass das Ziel fast schon unerreichbar wirkt und fast schon beängstigend wird. Und das ist natürlich demotivierend. Salamitaktik heißt einfach Scheibe für Scheibe. Also die große Aufgabe in kleine Aufgaben aufteilen, sodass man Erfolg auch hat und das Ganze auch motivierender wird. Das lässt sich auch wirklich auf jede Hausarbeit, jedes Referat gut übertragen. Was auch immer gut hilft, ist Peer Pressure, also gegenseitige Verabredung. Auch das kennen Sie vielleicht vom Sport. Wenn man da verabredet ist zum Training oder zum Joggen, dann nimmt man es eher wahr, als wenn man sich das nur selbst vorgenommen hat. Dann kann man es ja schnell nochmal aufschieben, kriegt ja keiner mit. Auch das gilt fürs Aufräumen. Man kann sich ja einfach einen Termin im Team setzen oder mit einem Kommilitonen oder einer Freundin sagen, okay, heute machen wir mal Ordnung auf unserem Computer. Und gerade im Moment kann man es natürlich auch als Frühjahrsputz labeln. Das steht ja im Grunde gerade auch in der Wohnung an. Also das kann man auch auf den digitalen Arbeitsplatz sehr gut übertragen. Und Belohnung als letztes, das geht immer. Das heißt, wenn Sie eine größere Scheibe oder mehrere Scheiben Ihrer Salami abgehakt haben, dann machen Sie einfach was Schönes, was Ihnen Freude macht. Das ist dann auch motivierend, darauf hinzuarbeiten. Ja, das war's schon mit unseren 5 Tipps. Vielleicht hatten Sie zwischendurch schon gemerkt, dass wir so ein bisschen immer in Richtung Forschungsdaten sprechen, denn wir sind vom Servicezentrum Forschungsdatenmanagement der TU Berlin. Das heißt, wir kümmern uns vorrangig um eben die Daten, die die Forschenden erheben, auswerten, im besten Falle archivieren, veröffentlichen. Wir wollten aber heute den Vortrag extra ein bisschen allgemeiner machen, weil im Grunde lässt sich vieles eben auch auf jede andere Art von Daten oder Dateien übertragen. Wenn Sie noch Interesse haben, das Ganze so ein bisschen für sich zu konkretisieren, wirklich eigene Routinen sich zu überlegen, dann bieten wir im Mai einen Workshop an, der sehr in diese Richtung geht. Der heißt Aktives Datenmanagement für einen effizienten und nachhaltigen Umgang mit Daten im Projekt. Da geht es genau um solche Fragen, Schemata entwickeln, Routinen sich überlegen. Wenn Sie ein bisschen breiter sich informieren und fortbilden wollen zum Thema Forschungsdatenmanagement, da haben wir einen Selbstlernkurs in ISIS bereitgestellt, wo Sie auch sowas wie Datensicherheit finden oder eben solche Daten veröffentlichen. Wo kann ich das machen? Also ein bisschen breiter als dieses reine Organisieren. Und natürlich können Sie sich jederzeit an uns wenden. Genau, das ist der kleine Werbeblock für unser Servicezentrum. Und damit wären wir auch schon am Ende unseres kleinen Vortrags. Und dann können wir schon zu den Fragen übergehen. Dafür packe ich mal unsere finale Folie mit uns beiden drauf. Und dann sind wir bereit für Ihre Fragen. Genau, wir hatten bisher 2 Fragen im Chat, die würde ich jetzt weitergeben. Gibt es auch einen Tipp für die Ordnerstruktur? Ja, also bei der Ordnerstruktur kommt es halt total darauf an,
in welchem Maße Daten erzeugt werden. Also wenn ich persönlich, also man kann Jahresordner machen und dort alles reinpacken, wenn ich einfach nur selten was dazu packe. Wenn Sie jetzt jeden Tag Daten erzeugen, sollten Sie vielleicht eine andere, also auch dort vielleicht einen Tages-, Monatsordner wiederum machen, also dass es einfach chronologisch, zeitlich chronologisch ist. Man könnte sich aber auch überlegen, wenn es gerätespezifische Daten sind, also Messdaten sind, mache ich dann vielleicht Ordner nach dem Gerät und packe die dann dort vom Datum her einfach rein. Also das sollte man, da kann man auch pauschal nichts wirklich empfehlen, aber wenn für Sie persönlich die Ordnerstruktur feststeht, was am günstigsten ist, wo Sie am besten wieder drauf zugreifen, wo Sie am besten eine Ordnung drinne haben, ist das eine persönliche Ordnung. Wenn Sie wieder etwas im Team machen und mehrere Kollegen, Kolleginnen Daten dort mit ablegen, sollte das natürlich besprochen werden, abgestimmt werden und vielleicht auch festgehalten werden, wenn Mitarbeiterinnen kommen und gehen und man dann gleich weiß, wie die Struktur festgehalten wurde. Wenn man so wiederkehrende Sachen hat wie Erhebung, Analyse, Auswertung, Publikation oder so, wenn man jetzt von einem Forschungsdatenzyklus ausgeht, dann kann man die natürlich, am besten hat man die einmal und verwendet sie dann für jedes neue Projekt wieder neu. Aber es hilft auf jeden Fall auch da oder ist zu empfehlen, sich ein Schema zu überlegen. Es kann immer sein, dass man das anpassen muss, aber wenn man sich von Anfang an schon mal was überlegt, wie es sinnvoll sein könnte, gerade im Team, ist das sehr sinnvoll. Und auch für die Benennung. Bei der Benennung gilt eigentlich das Gleiche wie für die Dateien. Also genau mit den Sonderzeichen und nicht zu lang und möglichst spezifisch. Also das kann man genauso auf Ordner auch übertragen. Mir noch eingefallen ist, bei Ordnerstrukturen liest man auch immer gerne nicht, möglichst nicht mehr als 3 Unterebenen von Ordnern. Also da merke ich auch immer selber, man stößt da schnell an seine Grenzen, weil man doch alles noch mehr verästelt. Aber man merkt ja tatsächlich, dass es super anstrengend ist, sich dann irgendwie durch 10 Ebenen durchzuklicken. Also wenn es irgend möglich ist, versuchen das, die Ebenen möglichst schlank zu halten und dann vielleicht lieber, ja, lieber in die Breite zu bauen als in die Tiefe. Da sind wir sehr schön beim Thema Benennung gelandet. Wie kann man lange Dateinamen vermeiden, da hier das System oder die Augen dann oft streiten? Auch in dem Positivbeispiel aus Ihrer Lecture waren dann recht lange Namen dabei. Da ist es aber vielleicht auch praktisch, sich so ein Abkürzungsverzeichnis zu machen. Wir haben das intern bei uns sogar auch geregelt im Team, dass wir festgehalten haben, wie wir Dateien benennen. Und haben auch dafür kleine Abkürzungen gemacht, Vortrag oder, also ich habe jetzt unsere Abkürzungen nicht ganz im Kopf. Aber man kann dann mit Abkürzungen arbeiten und tatsächlich an einer Stelle festhalten, was sich hinter diesen Abkürzungen verbirgt, um dann so ein kleines Vokabular, schon wieder übertrieben, aber so eine kleine Definitionsliste zu machen, um nach welchem Schema bauen wir unsere Dateinamen auf und welche Abkürzungen lassen wir zu. Also wenn es zum Thema wirklich Forschungsdatenmanagement ist, dann schreiben wir natürlich nicht das ganze Wort hin, sondern FDM und benutzen auch andere übliche Abkürzungen bei uns im Team. Genau, auch sowas wie für, also ist es eine Präsentation, ist es ein Protokoll, sind es Notizen? Dafür haben wir jeweils so in Großbuchstaben uns Kürze überlegt. Natürlich sollte das auch nicht wieder ins Unendliche wachsen, sondern muss sich da natürlich irgendwie begrenzen. Aber auch da hilft wieder Dokumentation, dass an einer Stelle zentral sichtbar ist, was wird hier verwendet und was nicht. Aber Sie haben auch schon so ein bisschen angesprochen, klar, man muss auch das Löschen, so Löschroutinen, das funktioniert, ist natürlich auch wichtig. Man hat ja ganz oft so von Texten, die man immer wieder weiter überarbeitet, man bewahrt alle vorherigen Versionen auf, dass man dann, wenn der Text wirklich fertig ist, nur noch 1 oder 2 behält und nicht diesen ganzen Prozess dann noch. Genau, also auch da hilft die Routine. Das wäre Tipp Nummer 6. Tipp Nummer 6, genau, regelmäßig löschen. Das hilft auch für den Überblick.
Ansonsten gab es erstmal keine weiteren Fragen. Also vielen lieben Dank an die TeilnehmerInnen, die sozialisch erschienen sind und mitgearbeitet haben. Vielen Dank an die DozentInnen, die hier einen wundervollen Vortrag geleistet haben. Und dann einen schönen Nachmittag.